Hallihallo, meine lieben Krebse. Herzlich willkommen zu unserer Wochenbotschaft für die Woche 15. bis 21. Mai. Ich bin die Tine und von mir bekommst du verschiedene Sternzeichenlegungen. Findest du alles in der Playlist. Schau dich gerne um, auch bei Kanalinfo und in der Infobox unter dem Video. Wenn du auf das kleine Wörtchen mehr klickst, kommst du zu allen Infos zu mir und meinem Kanal. Ich habe hier für dich jetzt die Weisheitskarten von der Colette Byrne-Reed. Damit werden wir wieder eine allgemeine Überschrift springen lassen. Guck mal, was die Thematik in dieser Woche bei dir ist. Dann habe ich wieder die Karten von der Chris Anne, das ist das Light Seers Tarot. Damit werden wir für jeden einzelnen Tag eine Hauptenergie legen und auch gucken, was die Herausforderung ist und der womögliche Ausgang. Im Fortsetzungsvideo werde ich dann mit dem Gilded Reverie Lenormand nochmal in die Tiefe gehen, alles aufbröseln und wir schauen uns an, wie das Ganze sich auch auf deiner irdischen Ebene hier zeigt, ne? Weil wir es ja im Allgemeinen mit Energien haben. Und schauen auch natürlich nochmal in Bezug auf den Ausgang, ob wir da noch weitere Hinweise bekommen. Dann haben wir hier noch zum Schluss das ja, Krafttier-Orakel von der Colette Baron-Reed finde ich sehr schön. Damit werden wir auch für dich noch ein Krafttier bestimmen, was dich diese Woche begleitet. Wenn du Interesse an der weiterführenden Legung hast, findest du wie gewohnt am Ende des Videos den Link oder unterhalb dieses Videos in der Infobox. Und allen anderen möchte ich möchte noch mich bei allen bedanken, die bei mir auf dem Kanal ein Like da lassen oder ein kostenfreies Abo, ein liebes Kommentar. Über jede Art von Support freue ich mich mega. Ja, macht weiter so, dann mache ich auch weiter so. Und wir schauen mal, was die Woche so für meine Krebse hier bereithält. Woche 15. bis 21. Mai. Liebes Universum, bitte gib uns klare Botschaften für die Woche 15. bis 21. Mai für meine Krebsegeborene. Dankeschön. Da zeigt sich die Karte im Wandel mit der Zahl 12. Du scheinst gerade in sowas wie einer Übergangsphase zu sein. Also irgendwie hast du vielleicht das Gefühl, dass dir so ein bisschen was um die Ohren fliegt. Ja, es ist ziemlich Bewegung drinne in der ganzen Sache. Aber ich sehe auch mit der kleinen Schnecke hier, dass das alles quasi wie in Zeitlupe passiert. Also vielleicht so subtil, nicht wirklich greifbar, sondern so, dass du sagst, ja, es ist schon was am Verändern und da sind gewisse Dinge, die sind in der Mache, die sind in dir, dass sie in dir drinne sich verändern, aber auch jetzt, du weißt auch, dass das auch im Außen sich einiges verändert, aber so richtig sichtbar ist es vielleicht noch nicht, ne? Mit der 1 von der 12 sind wir im Haus des Widders, also Herrscherenergie. Das ist so, da geht es um deine Persönlichkeit, um deine Entwicklung, um dein Lebensgefühl. Vielleicht möchtest du, dass es alles ein bisschen leichter geht, dass du dich wohlfühlst, dass du die schönen Seiten des Lebens genießen kannst und eben dich auch ein bisschen zurücklehnen kannst, möchtest gerne mal so die Früchte deiner Arbeit vielleicht genießen. Mit der 2 sind wir im Haus des Stieres. Da sind wir beim Hierophanten, das ist die Hierophantenenergie. Da geht es eben auch um die universalen Gesetze, wie innen so außen, geben und nehmen und vieles andere. Wenn du dich damit mal beschäftigen möchtest, kannst du es gerne mal googeln. Aber es geht eben auch um Werte. Welche Werte vertrittst du? Und gerade wenn jetzt was im Wandel ist, dann kann ich dir nur ans Herz legen, dir nochmal darüber im Klaren zu werden, was sind so die elementaren Werte, die du vielleicht gar nicht mal bewusst, ja, aber was dir so unwahrscheinlich am Herzen liegt, wenn du jetzt, wenn sich etwas verändert. Was gibt dir die Stabilität und den Halt? Woran orientierst du dich auch bei einer Entscheidungsfindung? Ne? Das ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Was sind Werte? Ja, der eine orientiert sich immer eher daran, der macht Spaß, ne? Oder der andere orientiert sich danach, gibt mir das Sicherheit, Vertrauen, Loyalität sind Werte oder Familie kann auch eben ein Wert sein, dass du sagst, Familie steht an erster Stelle, ja, oder deine Kinder oder du. Du musst das für dich alleine herausfinden, was in dieser Situation, das kann ja auch eine sehr, also kommt immer auf die Situation an, ne?
In der Quersumme haben wir die 3, das wäre dann das Haus des Zwillinges. Also ist man ja sehr scharfsinnig unterwegs, ne? Das ist Luftenergie. Und es geht eben auch um Herzensentscheidungen. Vielleicht auch bei dem einen oder anderen hat das was mit Kommunikation oder mit Lernen zu tun, Lernaufgaben. Vielleicht möchtest du etwas lernen oder etwas beibringen. Vielleicht hat das, ist das auch eine Thematik. Ne, Wissen ist ja auch ein gewisses Erbe, ne, weil ich gerade die Hierophantenenergie kommt mir gerade so rein. Vielleicht möchtest du etwas vermitteln. Ja, das können ja, wie gesagt, verschiedene Sachen sein. Da schau mal, lege ich mal hier an den Rand und dann gucken wir mal, was dieser Wandel hier so bringt. Ich meine, schlussendlich. Veränderung ist das einzigste Konstante, was wir im Leben haben. Gott sei Dank, ansonsten würde alles in Stagnation versinken. Das Leben ist immer Wandel und Veränderung. Aber ich glaube, du verwandelst dich gerade. Irgendwas Elementares in dir verändert sich. Eine Neuausrichtung nehme ich so wahr. Gut, gucken wir mal. Krebs, 15. bis 21. Woche, was die Woche für dich jetzt hier bereithält. Welche Energie haben wir am Montag? Die Sonne. Na, das fängt doch schon mal schön an, ne? Da sind wir in einer sehr leichten Energie und vielleicht hast du einen sehr sonnigen Tag oder du tankst die Sonne, wäre ja auch sehr schön, ne? Vitamin D auftanken. Ansonsten möchtest du einfach hier, wie ich schon vorhin gesagt habe, deiner Wunscherfüllung entgegengehen. Du möchtest das Leben genießen und empfangen und wahrnehmen und ja, die Leichtigkeit des Lebens, sage ich mal so schön. Die Sonne ist die beste Karte im Garten, im großen, in dem ganzen Kartendeck. Also eine sehr, sehr hochschwingende Energie. Da bist du sehr angebunden auch, also an die, ja, an die höhere Macht und fühlst dich sehr eins mit einer höheren Macht, sage ich es mal so, ja. Kann auch sein, dass du da aus dieser Quelle heraus Impulse bekommst, die dich deiner Wunscherfüllung näher bringen oder wo du so eine Bestätigung für dich erfährst, das musst du mal schauen, was da so kommt. Ansonsten könnte es eben sein, dass du es auch mit einem Kind zu tun hast, denn im normalen Tarot haben wir ein Kind auf einem Pferd abgebildet, das heißt in einer Situation, wo ich hatte ja schon gesagt, hier mit dem Wandel, dass hier auch etwas Neues ansteht, ne? Kommt hier vielleicht auch einiges in Bewegung, was dich sehr glücklich macht. Ich nehme mir unwahrscheinliche Freude, Spaß, Fülle auch wahr, ne? Okay, was haben wir hier am Dienstag für eine Energie? 5 der Schwerter. Das ist so eigentlich so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir hier am Montag haben. Kann ich so alleine jetzt gar nicht deuten. Entweder, also wenn ich es beides zusammensehe, würde ich sagen, dass du hier in einer Situation, wo es vielleicht einen Konflikt gab, jetzt hier die Waffen niederlegst. Sage ich es mal so. Dich quasi der Sache ergibst. Du gibst dich einfach dem Prozess hin und verwehrst dich dem nicht. Ne? Die 5 der Schwerter kann Konflikt in dir drinne sein oder eben mit anderen. Entweder hast du nur an diesem Tag hier mit einer Sache zu tun, dass man hier in einen Konflikt gerät mit jemandem im Außen, du dir vielleicht absolut die Sonne und am Strahlen und vielleicht gibt es jemanden, der dir das nicht gönnt oder der das irgendwie alles anders sieht als du. Ja, also wir gucken mal, wie sich das hier entwickelt. Was haben wir dann am Mittwoch? Sehr, sehr, sehr schön. Königin der Münzen, das ist eine sehr solide Energie. Hier ist man sehr in sich gefestigt und hat einen festen Boden unter den Füßen. Also auch sehr mütterlich und sehr verständnisvoll. Sie ist eine Energie, die wie eine Mutter ist, ne? Die dafür sorgt, dass es allen gut geht, dass du dich gesund ernährst, dass du ausreichend Bewegung sorgst, dass du in die Natur gehst und dass vielleicht auch der Rat hier an dieser Stelle dich nicht einzuigeln, sondern rausgehen. Geh in die Natur, tank die Sonne, sorg dafür, dass es dir gut geht, dass du in dir stabil bleibst, sorge für dich, für deinen Körper. Vielleicht verändert sich auch dein Körper gerade sehr. Ja, das kann auch sein, dass du da deinen Frieden mitfindest. Und die Königin der Münzen ist auch eine Person, die einfach alles dafür tut, dass du in ein positives Gefühl kommst, ne? Und da hat das auch was mit Alltagsroutinen zu tun, ne? Morgenroutine. Womit fängst du schon deinen Tag an? Wenn du morgens aufstehst und die Sonne hochgeht, was sind deine ersten Gedanken? Fährst du dir an den Kopf und sagst, ach du meine Nase,
Meine Nase. Wer war das? Pitti? Ja, also oder nimmst du den Tag dankend an und sagst so, und da machen wir heute das Beste draus. Also mit welcher Einstellung gehst du auch durchs Leben? Was hast du für gesunde Strukturen geschaffen in deinem Leben? Abläufe, Gewohnheiten spielen hier eine ganz starke Rolle, ne? Das sind alles Sachen, die jetzt vielleicht verändert werden wollen, damit du gesünder lebst, ja? Und auch gefestigter bist, finanziell, emotional und eben auch gesundheitlich. Ne? Vielleicht hast du auch mit deiner Mutter an dem Tag irgendwie zu tun, ja, oder als Mutter bist du gefordert. Ne? Es ist, wie gesagt, eine sehr mütterliche Energie. Sie managt so die Termine, sie managt die Finanzen, sie sorgt dafür, dass Harmonie im Haus ist und macht es zu Hause gemütlich. Ne? Man sieht ja so schön das Kissen, wird das Kissen aufgeschlagen und die Gardine mal gewaschen, damit die Sonne wieder reinkommt. Und man sorgt einfach dafür, dass Ordnung herrscht und Sauberkeit und es allen gut geht, einschließlich ihr selber. Sie hat aber auch feine Antennen. Ne? Sie nimmt sehr wohl wahr, was gerade vielleicht nicht so gut läuft und was hier nicht harmonisch ist. Schauen wir mal, was haben wir am Donnerstag? Die Neun der Münzen. Ja, eine sehr unabhängige Energie. Also jemand, der hier, ja, der sehr unabhängig und frei ist, ne? Der sagt, nö, ich mache mich jetzt hier frei von den Dingen, die mich vorher gebunden haben. Vielleicht möchtest du dich hier auch selbstständig machen oder als Königin der Münzen dein Single-Leben genießen oder hast hier Projekte, die du jetzt hier vollendest, dass du quasi auch ernten kannst. Die Königin der Münzen, ne, die hat ja auch die Fülle um sich rum und also. Fülle, das ist ein Oberbegriff für. Sie ist einfach versorgt, ja. Sie, ihr geht es einfach gut. Da gibt es keinen Mangel, weil sie auch in sich drinne ihren Selbstwert gefunden hat und den auch nach außen strahlt. Und sie sagt an, was geschehen soll, wie die Dinge zu laufen haben und kann dann eben auch aus ihren Ressourcen ernten, aus ihrem Wissen, aus ihrem Erfahrungsschatz, aus allem, was sie quasi geschaffen hat, kann sie hier ernten. Und das ist eine sehr schöne Energie, weil sie ist eben mit sich auch komplett im Reinen und hat viel an sich gearbeitet. Also hier, da ist man nicht einfach so, sondern da hat man auch wirklich einen harten Weg hinter sich gebracht, um da anzukommen. Ne? Die Neun der Münzen, das ist auch die finanzielle Fülle, die man alleine aufgebaut hat. Da hat man keinen dabei gehabt. Ja? Das hat man nicht in der Partnerschaft aufgebaut, sondern für sich ganz alleine oder eben die innere Stabilität. So, Donnerstag, Freitag, die drei der Kelche. Bei den drei der Kelchen sehe ich hier entweder hat das Ganze hier mit Zeichen und Symbole und ja, mit Zeichen zu tun. Vielleicht bekommst du hier Zeichen. Es könnte auch bei dem einen oder anderen hier um Astrologie gehen, weil wir hier, die gucken in die Sterne. Ansonsten hat es was mit Visionen und Träumen auch zu tun. Drei der Kelche gibt mir einen Hinweis, dass du ja auch nicht alleine bist. Also vielleicht in deinem Freundeskreis, in deinem Umkreis, ob nun beruflich oder familiär oder privat. Du hast hier irgendwie jemanden an deiner Seite. Vielleicht, oder du unterstützt jemand anderes, das kann auch sein. Hier ist man auf jeden Fall in einer Art Feierlaune. Ne, drei der Kelche im normalen Tarot stoßen drei Mädels an und man freut sich, dass man hier sich einig ist. Es ist so eine, auch so diese Dreierenergie ist so diese Dreifaltigkeit, diese Unterstützung der geistigen Welt, nämlich hier auch arg wahr. Also wenn du hier irgendwas aufbauen möchtest, oder von irgendetwas ernten möchtest, in die Fülle kommen möchtest, dann bitte ruhig mal um Unterstützung und schaue dir deine Träume und Visionen an und bist du mit deinem Umfeld hier im Einklang? Ne? Oder ist hier jemand dabei, der da dich nicht unterstützt? Weil wir haben ja hier die Fünf der Schwerter mit dem Konflikt. Also irgendwas ist ja nicht alles so schön. Und der Wandel sagt mir auch an, dass ja irgendwas, ne, es gibt immer die zwei Seiten der Medaille. Vielleicht fällt dir das noch schwer, in diese Leichtigkeit zu kommen.
So, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Was haben wir Samstag? Ach, der Kelche. Hier läufst du entgegen der Sonne. Du lässt hier emotional irgendwas hinter dir. Irgendwas. Entweder hat das hier mit einer Dreierkonstellation zu tun oder mit einem Konflikt, den du erlebt hast oder den du in dir erlebst, auf einer gefühlstechnischen Art kann das sein. Dann lässt du das irgendwie hinter dir. Das können auch Glaubenssätze sein, die du dir immer wieder einredest, ne? Gedankenstrukturen, die du jetzt loslässt, wo du sagst, nee, davon mache ich mich jetzt frei und ich folge jetzt meiner Vision. Vielleicht magst du hier wie gesagt, in einer Gruppe irgendetwas umzusetzen, dass man sagt, wir haben hier ein Projekt, das wollen wir jetzt hier angehen. Das erfreut uns, da sind wir eben mit Herzblut dabei. So. Ach, der Kelche, also das fällt dir womöglich vielleicht nicht leicht, wenn du hier was hinter dir lässt, weil du hast ja hier schon 8 Kelche gehabt, ne? Und 10 ist das Maximum. Also es ist ja nicht so, dass man nichts gehabt hat, sondern eben schon 8. Und insofern, das knabbert auch ein Stück weit an dir. Das sieht man hier auch mit den 5 der Schwertern. Da gibt es irgendwie keinen so richtigen Gewinner. Vielleicht ist das auch der Wandel, dass du dich hier aus einem Umfeld rauslöst und woanders nach deinem Glück suchst, nach deiner Stabilität suchst. Schauen wir mal, wo das hinführt. Wo kommen wir denn am Ende der Woche raus? Oh, 5 der Stäbe. Finde ich aber gar nicht so übel. Ja, sicherlich ist das Ganze herausfordernd hier, aber ich sehe mit den 5 der Stäben, ganz im Gegenteil zu den 5 der Schwertern, dass man hier auch kooperiert. Also in gewisser Fra Sache ist ja auch Kooperation angesagt, um hier Leichtigkeit reinzubekommen, Klarheit reinzubekommen, dass du dich hier, ne, dass du hier wirklich in deinen Frieden kommst und mit dir ins Reine kommst. Bei den 5 der Stäben sagt man auch so, gemeinsam an einem Strang ziehen. Also vielleicht ist es ganz gut, wenn du dich hier aus gewissen Thematiken emotional rausziehst und einfach eher auf die Handlungsebene dich konzentrierst. Was ist jetzt zu tun? Was müssen wir jetzt tun? Wie müssen wir jetzt mit der Situation umgehen, um hier wieder die Leichtigkeit reinzubringen und die Klarheit vor allem reinzubringen? Irgendwas muss hier vorgefallen sein. Irgendwas ist hier vielleicht auch wie so ein Blitz reingekommen, wobei die Sonne jetzt zwar nicht so eine typische Energie dafür ist, aber das ist auch so eine Explosionsenergie, ne? Irgendwas ist hier vielleicht explosionsartig entfacht. Und ich meine, Feuer ist zwar eine Transformationsenergie, ne? Die Sonne ist ja auch ein Feuerball. Aber sie kann eben auch viel verbrennen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich hier wahrnehme. Wenn du irgendwas vorhast, hier bei dir in deiner Struktur was zu verändern, dich zu verändern, dich neu aufzustellen oder so, ja, in irgendeiner Weise hier eine Meisterschaft zu schaffen, dann achte bitte ganz besonders darauf, dass du hier nicht zu feurig unterwegs bist. Dass man hier noch auf einer gewissen Handlungsebene bleibt und vor allem, wo man sich abspricht, wo man auch den anderen zu Wort kommen lässt, wo man respektvoll miteinander umgeht. Dass im Grunde dass es gar nicht erst in diese 5 der Schwerter-Situation kommt, wo man sich quasi unnötig wehtut, wo man unnötig dem anderen das Messer in den Rücken rammt, sondern dass man sich darauf besinnt, okay, was verbindet uns? Was wollen wir denn Gemeinsames erschaffen? Was soll denn hinten bei rauskommen? Und da sich mehr auf die Dinge zu konzentrieren, wie man hier, was jeder hierzu beitragen kann, damit dann dennoch was Wertvolles bei entsteht, was auch immer hier entstehen möchte. So, gucken wir mal, was die Herausforderung ist. Ach ja, ach, ihr Krebs, ihr schafft mich. Also die 2 der Kelche, das sollte klar sein, ne? Das ist ein gewisses Commitment, das ist auch eine Verpflichtung, ein Vertrag, eine Einigung, wo man ja gemeinsam einen Weg geht, etwas, wo man auf Augenhöhe sich begegnet.
Das ist ein bisschen herausfordernd. Wir haben es ja mit dem Teufel zu tun und dem Eremiten. Das kann zum einen ein Hinweis darauf sein, dass du es mit einem Steinbock zu tun hast oder mit einer Jungfrau oder mit beiden. Ansonsten spricht es auch dafür, dass der Teufel spricht auch für berufliche Belange, Karriere. Und der Eremit ist Jungfrauenergie, da geht es auch um Strukturen, Berufsstrukturen, Alltag, Führungspositionen. Von der Energie her würde ich sagen, wenn dir das hier lieb und heilig und dein Ziel ist, in diese Einigung, Vereinigung zu kommen, eine Einigung zu erzielen, gemeinsamen Weg zu gehen, dann ist es wichtig, sich seiner Abhängigkeiten bewusst zu werden, seiner toxischen Gedankenstrukturen, toxischen Verhaltensstrukturen, allem, was niedrig schwingend ist und was dich noch bindet. Was dich noch festhält, dass du hier nicht in diese zwei der Kelche-Situation kommst. Der Eremit verrät mir, dass es jetzt wichtig ist, auch mal in den Rückzug zu gehen und sich über diese Dinge bewusst zu werden. Wir haben jetzt ja auch einen Neumond im Stier, wo es eben um Werte geht. Also vielleicht ist es, wie gesagt, wichtig, dass du dir über die Dinge mal im Klaren wirst, was du eigentlich möchtest und was dir lieb und heilig ist. Mal gucken, ich hätte gerne mal noch gewusst, was ist denn die Herausforderung hinter dieser Kartenkombination der Teufel, zwei der Kelche und der Eremit? Welche Herausforderung wird damit zum Ausdruck gebracht? Haben wir hier noch einen weiteren Hinweis? Dankeschön. Da haben wir den Fluss und die Fülle. Und guck mal, wie ähnlich die Karten sind. Wir sehen auf beiden Karten ein Bötchen. Hier sitzt einer alleine drin und da sitzen zwei drin, also als Pärchen, ne? Und hier geht es um das Ernten, also ähnlich wie hier die Energie. Und hier geht es um das Gemeinsame, die Gemeinsamkeit in dem Fluss des Lebens, aber eben nicht alleine, sondern scheinbar mit einem anderen Menschen zusammen. Und dann haben wir hier die Inspiration. Das heißt, man ist auf der Suche nach Lösungen. Ja, hier schauen alle drei gucken verwundert oder die beiden gucken verwundert. Wie hat er denn das jetzt gemacht? Man sucht irgendwie eine Lösung. Wie kriegt man das Puzzle jetzt zusammen, dass wir hier wieder in die Leichtigkeit und in die Freude kommen und dass wir hier ja unser Leben genießen können? Also scheinbar gibt es hier doch Dinge, die geklärt werden müssen, die verändert werden müssen, wo man kreativ sich zeigen darf. Und ja, vielleicht wollt ihr mal ein bisschen rausgehen, ein bisschen mehr in die Natur gehen, euch öffnen für Möglichkeiten. Ne? Das ist ganz wichtig, sich für die Möglichkeiten zu öffnen, sich jetzt nicht zu verbeißen an irgendwelchen ja, Schuldzuweisungen, sage ich mal, sondern dass man sich auf hier öffnet für die Möglichkeiten, wie kann man damit umgehen, wie kann man das Ganze jetzt hier. Wie kann man hier einen gemeinsamen Nenner finden und sich auf das zu fokussieren, was einen verbindet? Vielleicht hast du hier auch jemanden, mit dem du dich nochmal beraten kannst. Der Eremit kann auch ein weiser Gelehrter sein, jemand, der sich in deiner Situation auskennt oder der Erfahrung, Lebenserfahrung hat, eine ältere Person oder jemand, der juristisch fit ist, finanziell fit ist oder sich mit Beziehungsfragen auskennt oder. Ich kenne deine Situation ja nicht, was hier im Wandel ist, was sich hier verändern möchte. Das weißt du nur selber, aber da kann es sein, dass es wichtig ist, sich da mal einen guten Rat zu holen, wie man hier wieder in die Fülle kommt und in deine Leichtigkeit kommt. Ich nehme schon, wir haben zwar hier Kelchenergie und hier macht dich, irgendwas macht dich hier auch nicht besonders glücklich. Du hast ja für scheinbar auch einen Konflikt mit anderen, aber ich habe das Gefühl, dass das bei vielen gerade auf beruflicher Ebene so stattfindet. Dass man hier irgendwie herausgefordert wird. Fühlst du dich angebunden? Zu was fühlst du dich gebunden? Wem oder was fühlst du dich verpflichtet? Bist du dir selber treu? Bleibst du auf deinem Weg und stehst du zu dir? Ja, okay.
Guti, dann noch einen kleinen Einblick in das Outcome. Zwei der Schwerter, drei der Münzen. Also es könnte sein, dass du hier bei den zwei der Schwertern, ja, also das ist eine sehr zurückhaltende Energie mit den zwei der Schwertern. Du musst hier tatsächlich nochmal irgendwie in dich reinhorchen, auf dein Gefühl hören. Lass dir hier nicht reinreden. Lass dir hier nicht zu sehr reinreden. Drei der Münzen ist auch die Energie von Mutter, Vater, Kind. Hier möchte man eine Stabilität aufbauen. Vielleicht geht es darum, dass es hier jemanden geben könnte, der dir hier in familiären Angelegenheiten reinquatschen möchte. Dann höre bitte auf dein Bauchgefühl. Ist wichtig, dass ihr euch absprecht, ja, was für euch geht, wie ihr euch da einbringen könnt. Und vielleicht holst du dir hier tatsächlich nochmal eine Beratung. Also, ne, weil im normalen Tarot sieht man den Bildhauer, der den nächsten Schlag machen möchte und der sich nochmal mit seinen Weisen und Gelehrten rückversichert, ja, ist das gut, welchen Schritt wollen wir als nächstes gehen? Wie soll es hier weitergehen? Um da die Klarheit in dir zu finden, gilt es nochmal in den Rückzug zu gehen, sich über gewisse Dinge bewusst zu werden. Also so ein richtiges Outcome haben wir hier erstmal so nicht. Vielleicht geht es einfach nur darum, erstmal emotional sich rauszunehmen und sich nur auf die Dinge, auf die Fakten zu besinnen, so ein bisschen objektiver hier ranzugehen an diese Thematik und mehr auf der Sachebene. Wir haben jetzt zwar auch eine Beziehungsebene, ja, und die gilt es auch nicht außer Acht zu lassen, aber nicht alles so persönlich zu nehmen, habe ich so das Gefühl. Sondern zu gucken, okay, dass wenn der andere so und so sagt, dann hat er ja auch hat das ja auch einen Grund irgendwo, dann sagt er das nicht, um dir weh zu tun, sondern weil man hier vielleicht konstruktiv irgendwie was aufbauen möchte. Da kommt Inspiration. Königin der Stäbe verspricht dir eine Inspiration, neue Lebenskraft, vielleicht neue Ideen sogar. Begeisterung, also hier kommt in irgendeiner Weise, hier ist da vielleicht ein Mensch, der dich motiviert, der sagt, mach das mal, geh das mal an, das ist eine gute Idee. Also etwas Begeisterung ist hier drin. Gut, meine Lieben, ich würde jetzt mit dem Gilded Reverie Lenormand in die Fortsetzung gehen und mir anschauen, was da jetzt los ist, wie sich das hier wirklich im Detail zeigt. Und noch eine Heilungsenergie rausspringen lassen und ein Krafttier. Ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Wenn dir das hier schon hilfreiche Impulse gegeben hat, dann freut mich das sehr. Vielen lieben Dank für dein Like und für dein Liebeskommentar und dein kostenfreies Abo. Für alle anderen, die ich im Extended weitersehe, freue ich mich. Bis gleich und schaut euch gerne noch die Neumondlegung im Stier an. Ne? Macht's gut, bye bye.